Denn es gibt nämlich hier noch eine kleine Besonderheit beim Rätsel. Denn es gibt einen Fehler in diesem ganzen Rätsel. Ich habe für das ganze Rätsel circa 3 oder 4 Stunden gebraucht. Und genial. Und voila, was haben wir denn hier so Schönes? Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem sehr besonderen und weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video lösen wir das komplette Rätsel, das komplette Lobby-Rätsel vom Meinsucht.net-Server in der Lobby. Ich bin heute am 3.5., wenn ihr das Video seht, keine Ahnung, sonst wann, wahrscheinlich erst in einer Woche oder so. Ich wusste gar nicht, dass es ein Lobby-Rätsel gibt, aber dann ist mir hier hinten, hinter Bad Wars, ein Chat aufgefallen. Lobby-Rätsel -01. Suche am Stamme eines gewaltigen Baumes. Ich habe mich natürlich gefragt, was am Ende dabei herausspringt, wenn man die ganzen Schilder befolgt. Und ja, ich habe da etwas sehr Schönes gefunden. Aber wenn ihr am Ende wissen wollt, nicht einfach das ganze Video überspringen. Am Ende wisst ihr gar nicht, wie er da hinkommt. Deswegen das ganze Video schauen. Denn es gibt nämlich hier noch eine kleine Besonderheit beim Rätsel. Denn es gibt einen Fehler in diesem ganzen Rätsel. Wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar habe ich mir hier Notizen gemacht. Ich habe alles dokumentiert. Und zwar brauchen wir nun einen gewaltsamen Baum. Wenn wir am Spawn sind, drehen wir uns einfach mal nach rechts. Und dann haben wir hier an noch ein paar Bäume. Ich dachte erst mal, dass es dieser Baum ist, weil der ist auch gewaltsam. Aber hier vom Spawn aus rechts, dieser Baum, den brauchen wir. Wenn wir hier einfach mal, hier müssen wir dann hoch. Man kann natürlich auch hochklettern mit Doppeljump oder der Fledermaus kann hier auch hochfliegen. So, wenn wir müssen hier immer weiter. Hier sind wir schon zu weit. Und zwar gibt es hier dann hier oben, müsste sich dann das hier befinden. Genau. Also hier oben sind wir dann jetzt circa bei den 2 Ästen. Und da gehen wir hier einfach mal durch. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen nach unten. Und dann erhalten wir auch unseren kleinen Hinweis. Aber nicht ganz so schnell, denn wir sollen ja schließlich nicht zu schnell sein. Ich habe für das ganze Rätsel circa 3 oder 4 Stunden gebraucht, um das zu lösen. Es ist nicht ganz einfach, aber auch nicht schwer. Hier können wir dann mal rein. Und dann sind wir hier. So, da habe ich dann auch beim zweiten Mal gesucht, wo das Schild ist. Wenn wir jetzt hier sind, gibt es hier so ein fettes A. Wir müssen hier hin. Und wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir hier ein Schild. Ich gehe mal hier hin. Obwohl, Moment, so. Und zwar Lobbyrätsel 02. Suche unter einem Rad. A -622024. Zahl erstmal notiert. Ein Rad brauchen wir. Ich dachte erstmal Radius und das sollte irgendwas mit A, dieser Radius sein. Habe ich mich erstmal gefragt, hä, was ist das? Aber dann habe ich doch überlegt und die meinen wirklich ein Rad. Und wer gerne mal einen Modus, wie zum Beispiel Bad Wars spielt, ist gleich bei einem Rad, und zwar bei einem Riesenrad. Hier müssen wir einfach mal hinter die Schilderwand gehen und können hier hochgehen und, ja, Gondel fahren. Aber wir können natürlich auch hier zu diesem, ja, Klumpen, Steinklumpen mal drauf gehen. Und da können wir hier runter. Einfach mal runter, dann gehen wir hier durch und dann sehen wir hier, ja, kleines Secret, kann man gerne mal machen. Habe ich mich gefragt, was das schon? Hab mich hier umgesehen. Ach, Moment, was gibt's denn da oben? Lobby Rätsel 03. Suche in einer Grotte im Wasser. Und dann haben wir noch, ja, so ein, noch einen weiteren Code hier mal eingeblendet. Ja, habe ich mir auch erstmal notiert. Ich dachte, es sind natürlich Koordinaten. Also erstmal alles notiert. Eine Grotte im Wasser. Ich habe natürlich, wie ich jetzt gefragt, was eine Grotte, also hier könnt ihr das mal eingeblendet sehen, was eine Grotte ist. Und dort, ja, werden wir jetzt erstmal hinspazieren. Ich sehe gerade,
Ich habe mir das gar nicht notiert, wo die Grotte ist, deswegen schaue ich mich einmal kurz um. Einfach hier links lang, dann geht ihr hier einfach die Stufen runter, immer weiter. Und hier biegt ihr dann einfach mal links ab, wo die Achterbahn hier endet. Und zwar ist das hier die Grotte, die wir suchen. Es steht dabei, wir sollen im Wasser suchen. Das bedeutet, wir schauen natürlich erstmal hier. Ich habe es erstmal gar nicht gefunden, weil es eigentlich gut versteckt war. Wir müssen einfach mal nach hier hinten. Und dann führt hier so ein Gang durch. So. Und da sind wir auch schon bei Lobby-Rätsel 04. Und jetzt kommen wir echt zum schwierigsten Part vom Ganzen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin da zufälligerweise vorbeigelaufen. Hätte ich das nicht gesehen, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht gefunden, bin ich ganz ehrlich. Das ist so komisch formuliert. Lobby-Rätsel 04, Sackgasse, Fragezeichen, 10053103. Tipp, wörtlich denken, UWU. Tja. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt alle nicht, wo wir hingehen sollen. Ich gebe euch natürlich die Lösung. Und zwar müssen wir hier erstmal wieder zum Spawn. Und da können wir gleich zu meinem Lieblingsmodus Skywars gehen. Da drehen wir uns dann einmal um. Das habe ich falsch gesagt. Wir müssen zu Jump Leech. Und dann müssen wir hier einmal rechts zu diesem Turm. Hier unten haben wir nämlich eine Mine. Und hier geht zufälligerweise rein. Und ich habe hier nicht ganz den Weg notiert, aber wir müssen ungefähr hier weiter. So ungefähr immer nach hinten. So. Irgendwann. Ach, hier ist es auch schon. Lobby-Rätsel 05, B-132, C-123 und A312. Habe ich mich natürlich erstmal gefragt. Was ist das? Ich habe den Bilder angeschrieben, der hat gesagt, ich soll mit den Koordinaten zum Blablabla gehen. Das verrate ich euch gleich noch. Und hier habe ich gedacht, das war's. Habe ich natürlich versucht, Koordinaten rauszufinden. Hat sich funktioniert. So, jetzt müssen wir zu Skywars unten. Zu Skywars unten wahrscheinlich, ne? Das war mein Stichpunkt. Und zwar ist hier wahrscheinlich das sechste Schild. Jedoch ist hier sehr wahrscheinlich ein Fehler. Denn wir müssen hier einfach mal nach unten. Und wenn wir hier reingehen, können wir hier einfach mal runterschlüpfen. Und haben hier ein leeres Schild. Hier sollte eigentlich dann das Lobby-Rätsel 6 stehen. Aber ja, das haben... Ja, steht nichts drauf. Zum Glück habe ich Lobby-Rätsel 7 gefunden. Das ist nämlich auch einfach. Wir gehen wieder zum Spawn. Und dann müssen wir einmal wortwörtlich ins Gebüsch. Hier bei der Top-10-Wand, dort müssen wir einfach mal hingehen. Und dann gehen wir mal hinter dir und dann gibt es hier ein Gebüsch. So. Haben wir erstmal hier gesucht, wo es hier reingeht. Hier kommen wir rein und dann fliegen wir hier nach unten. Map bei angelehnt und Sif. Irgendwas, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Lobby-Rätsel 07. Suche hinter einem Tempel minus 261. Das ist eine Koordinate, die brauchen wir schon mal. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Tempel. Wo ist der nun? Wenn wir am Spawn sind, müssen wir einfach hier die privaten Server sehen. Und da müssen wir einfach hinüber hinweg sehen. Die brauchen wir gar nicht, die privaten Server. Wir springen einfach hier, wo das andere Secret war. Und hier sehen wir diese lilanen Bäume. Wahrscheinlich ein japanischer oder was weiß ich. Tempel, ich wollte gerade schon türkisch sagen, aber das fasse ich so ganz. Hier haben wir diesen japanischen Tempel und... Wir sollen hinter dem Tempel sehen. Und da gehen wir einfach logischerweise mal durch hinter den Tempel. Ja. Schild nicht so offensichtlich. Aber hier gibt zum Glück noch dieses kleine Häuschen. Wo wir einfach mal reingehen können. Und erstmal nicht viel sehen. Aber auf den zweiten Blick können wir einfach einmal reinspringen.
und landen, ja, bisschen bei Stein. Lobbyrätsel mit Z geschrieben. Kuss geht raus. Du hast es geschafft. Es gibt allerdings noch ein kleines Secret im Rätsel, um zur Hall of Fame zu kommen. Und die Hall of Fame ist das, was am Lobbyrätsel das ist, wofür ich jetzt 3 oder 4 Stunden die Secrets gesucht habe. Und zur Hall of Fame bringe ich euch jetzt. Wenn ihr einfach am Spawn seid oder sonst wo ihr geht, wo auch immer hin. Aber mein Lieblingsspiel muss Skywars. Natürlich wäre empfehlenswert. Wir springen hier einfach mal lang und gehen ganz geradeaus hin. Hier haben wir dann ein riesengroßes Schiff. Und ja, hier sind wir auch am Ziel. Jetzt werden sich die meisten fragen, was ist das denn für eine Hall of Fame? Können wir jetzt hier irgendwie ins Schiff reingehen? Nö. Wir brauchen erstmal einen Eingang. Dafür springen wir hier über Bord. Und dann müssen wir uns hier erstmal einen Eingang suchen. Und hier, also hier bei dem Stein könnt ihr euch orientieren. Dort können wir einfach mal hier beim Endstein rein. Und gehen hier hin. Und voilà, was haben wir denn hier so Schönes? Dort oben kann man spawnen, wenn man, glaube ich, zu MLG Rush will. Und wo sehen wir denn hier? Bei einer Blume, also na hallo, also da. Glückwunsch, ihr habt eine Blume gefunden. Das war's von mir und nein, Spaß. So leicht noch nicht. Jetzt sind wir dort, wo wir seit 3-4 Stunden hin wollten. Und zwar in die Hall of Fame von meinsucht.net. Alles klar, danke, dass ich im TS rumgemoved werde. Hier haben wir erstmal Jonathan. Kuss geht raus, bester Name auf der Welt. Seit dem 28.09.2018 dabei. Dann haben wir hier Steuerung 5, 18.02.2019. Unbeliebter 25.10.2018. Doxel 5.11.2017. Upgrade 15.08.2016. Flutastisch 15.08.2016. Dann Rocco 28.10.2017. Und dann haben wir hier noch Will Smith 007 mit dem 27.08.18. Und einfach dreist vom 5.11.2017. Was ich schade finde, hier die Bilder bauen diese Map und dann werden sie hier nicht einmal verewigt. Also, es geht doch nicht. Also, hier, Moment mal, ist ja mit Rüstungsschein. Das heißt, sie haben sich wahrscheinlich selber vergessen, sich hier hinzubauen. Beste Bilder der Welt. Naja, finde ich schade, dass sie hier sich hier nicht hingebaut haben. Aber wir sind am Ziel. Hier sehen, haben wir noch einen kleinen Chill-Lounge. Oase, da chill ich jetzt erstmal 24 Stunden durchgehend drin und fühle mich richtig krass, dass ich hier das Schöne gefunden habe. Aber ja, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Ja, abonnieren, Glocke aktivieren. Montags, Mittwochs und Freitags um 15 Uhr gibt es auf meinem Kanal ein brandneues Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr hier schon in der Hall of Fame wart. Ich denke mal, die meisten, wenn nicht sogar alle, waren von euch hier noch nicht. Wir sehen uns das nächste Mal um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute.